Wie lang hält die Sehne bei einer Pistolenarmbrust? Ob das jetzt eine einzelschüssige ist oder ob wir über eine Magazinarmbrust sprechen, sei jetzt dahingestellt. Wenn du das wissen willst, dann würde ich sagen, bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Rossmann. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich mag dir anhand der einschüssigen Alligator-Armbrust und der Steambrust-Dinger zeigen, wie lang so eine Sehne hält. Und ich verspreche, ich werde dir Antwort geben, aber damit die Antwort dir auch hilft und du damit was anfangen kannst, mag ich kurz was erklären, worum es eigentlich geht und wo hier die Probleme liegen. Bei diesen beiden Armbrüsten ist es so, dass wir hier eine Kante haben und an dieser Kante liegt die Sehne. Das siehst du hier. Und genau an dieser Kante hier auch, ja, von hier nach hier, liegt die Sehne auf, da ist maximaler Druck jetzt drauf und der Grundkörper hält die Sehne. Und was passiert, wenn ich den Abzug bediene? Die Sehne wird nach oben gedrückt, schnell nach vor und schießt mir den Bolzen weg. So, das ist einmal das erste Problem an dieser Sache, unter Anführungszeichen. Jetzt etwas, was ich hier bei dieser Pistolenarmbrust machen kann. Bitte, es sind ja auch viele Anfänger jetzt dabei und das ist total okay, alles gut. Das mache ich bei dieser Armbrust hier, weil ich ja dementsprechend geringes Zuggewicht habe. Wenn du etwas härteres hast, wie eine Edda, wie noch stärkere Teile rein zu einer Raven oder sonst irgendwas, wobei die kann man eh nicht so einfach aushängen, dann bedenke, dass das, was ich hier jetzt mache, eigentlich ein No-Go ist. Also bitte aufpassen, niemals mit der Hand eigentlich da reingreifen, aber ich mache das hier bei dieser. So, hast du das gehört? Hast du das gehört? Schau her, ich spanne noch einmal ein. Und jetzt hör mal hin. Ich tue jetzt so, als würde ich abziehen. Hast du das gehört? Kling. Das ist dann, wenn die Sehne über diese Kante hier drüber fährt. Die Kante darf also überhaupt nicht scharf sein. Die muss schön abgerundet sein. Und was passiert? Ich hoffe, du kannst das hier jetzt gut sehen. Da schau mal her. Genau an diesen Stellen hier, wo die Auflage war und wo diese Sehne auch drüber geht. Genau an dieser Stelle hat es einen Schwachpunkt. Jetzt kann man das einwachsen, einsprühen und alles, was notwendig ist, das ist super. Das wird die Lebensdauer deiner Sehne einfach nur verlängern. Aber das heißt nicht, dass deine Sehne ewig halten wird. Mit der Zeit passiert dann Folgendes. Ja? Na klar, es gibt natürlich auch manchmal Fehlproduktionen, das ist überhaupt keine Frage, aber ich komme gleich dazu. Ab einer gewissen Anzahl an Schuss, die du gemacht hast, ist die Sehne durch. Und dann haben wir jetzt hier die Stinger. Ich habe jetzt hier die Compact-Variante gewählt. Bei der ist es jetzt so, ich muss nur schauen. Ja, ich sehe keinen Pfeil und nichts drin. Ich spanne jetzt auf und habe aufgespannt. Und allein das Aufspannen jetzt hier, ja, hat schon mal, diese Spannkrallen hier, haben die Sehne zurückgezogen. Das heißt einmal an dieser Stelle ist die Spannkralle, die einen Druck auf diese Sehne ausübt. Und das, da kannst du wachsen und sprühen und tun. Das ist ein Druck, der da drauf geht und der ist einfach so. Das passiert beim Schießen. So, und jetzt liegt die genauso in dieser Kante auf, so wie ich das gerade vorher jetzt beschrieben habe. Ja, und jetzt passiert hier auch etwas. Und zwar, da sind jetzt unterschiedlichste Pfeile eingelegt normalerweise in diesem Magazin. Ja, und in diesem Magazin liegt ein Pfeil auf den anderen. Und jetzt geht dann die Sehne nach vor, nimmt den einen Pfeil mit, der andere wird über da ist eine Feder drinnen, nach unten gedrückt, drückt auch auf die Sehne drauf. Die Sehne könnte auch an der oberen Magazinkante ankommen. Also bei einer Magazinarmbrust ist allein aufgrund der vielen manipulativen Dinge, die ich hier habe, ja, okay, ich habe hier auch Spannkrallen, das ist schon klar. Aber weil ich einen nach den anderen rausschießen kann, so dun, 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 sechs Schuss mit dem hier, ist ja null Problem, wenn du mein Video schon gesehen hast. Das geht wirklich so schnell. Und hier muss ich aber immer einzeln aufspannen, Pfeil einlegen. Das heißt, es kommt mir auch so vor, als wäre bei einer Magazinarmbrust die Sehne schneller kaputt. Ja, zeitlich sicher. Weil du einfach viel mehr rausballern kannst. So, das ist hier ein 35 Pfund Wurfarm. Und ich mache jetzt etwas, was man nicht tut normalerweise. Bitte niemals leer abziehen, weil das macht dir die Sehne kaputt und auch die Endkappen. Aber ich mache jetzt etwas. Und zwar, damit du das auch sehen kannst. Schau her, schau jetzt auf diese Sehne hierher. Und was jetzt passiert? Ich ziehe jetzt ab und so. Ich ziehe jetzt ab und dann wird die da nach oben gedrückt. Bumm. Und dann ist sie über die Kante drüber gefahren. Das heißt, wenn diese Kante auch nicht perfekt rund ist, aus welchem Grund auch immer, dann haben wir das Problem. Was heißt das Problem? Dass hier noch einmal eine Manipulation passiert und die Sehne kaputt wird. Jetzt mache ich noch einmal was. Ich möchte das jetzt. Spannen wir es auf. So. Und jetzt noch etwas.
Es hat ja so einen Schnäuzer gemacht, wie man in Österreich sagt. Die Sehne geht nach vor und schlagt dann gegebenenfalls auch hier auf. Und sie schlagt, wenn du leer abschießt, dann auch noch dazu auf diesen anderen Element, auf dieser, ich mache jetzt auf, ja, an dem Teil hier an. Das heißt, immer wenn die Sehne mit irgendwas in Berührung kommt, ist das unangenehm. Also ich mache es jetzt noch einmal. Man tut nicht leer abschießen. Don't. Try shoot. Und das fährt hier an. Die Sehne muss ja irgendwo raus. Also, ich lege jetzt hier den Bolzen, damit du das siehst, genau an die Position auf, wo auch diese Spannkrallen sind. Ich habe den nicht bewegt, das hat die Sehne gemacht. Die Sehne schnalzt nach vor und schlägt dann hier auf diese Spannkrallen auf. Und das wäre hier jetzt nicht anders, wobei man dazu sagen muss, dass diese Spannkrallen etwas weiter vorne liegen. Von der Position her, die Spannkrallen liegen hier weiter vorne. Und du schaust, dadurch, da muss sich die Sehne anstrengen, dass sie da überhaupt nach vorkommt. Auch bei einem Leerschuss jetzt zum Beispiel. Das ist jetzt hier zum Beispiel bei der Compact. Und deswegen sage ich auch, bitte Leute, auch wenn es geht, baut keinen Pro-Wurfarm, einen Pur-Wurfarm in eine Compact ein, aber wie auch immer. Schlagt dann hier nach vor und macht ja auch die Sehne kaputt. Das heißt, es gibt viele kleine Aspekte, die einen Unterschied machen, wie lange die Sehne hält. Sie hält sowieso nicht ewig. Ich habe versprochen, ich werde sagen, wie lange sie hält. Und das mache ich jetzt. Also, du siehst, es gibt viele Aspekte, die da mitspielen. Und jetzt, bevor ich es verrate, noch was. Es geht auch um das Pfeilgewicht. Ich habe jetzt hier drei Pfeile, exemplarisch. Ein sehr leichter Pfeil. Übungspfeil. Auch ein Übungspfeil von Steambo hier jetzt. Schon schwerer. Und hier jetzt der Botkin, der extrem schwer ist. Jetzt ist es so, wenn ich einen stärkeren Wurfarm wie den hier, beziehungsweise den Pro-Wurfarm, der noch einmal mehr Power hat als der von der Alligator, abschieße, mit ganz leichten Pfeilen, zum Beispiel mit denen hier, mit den ganz leichten oder mit Plastikpfeilen, dann mache ich meine Sehne noch mehr kaputt. Warum? Weil die Sehne nämlich genau das macht, was ich da jetzt gerade bei der Compact gezeigt habe, weiter nach vorschnalzt, weil sie ja weniger Masse beschleunigen muss. Ja, die Kraft muss aber irgendwo hin, die Kraft ist da, sie muss irgendwo hin. Und sie hat sozusagen hier einfach viel mehr Kraftanwirkung, die auf die Armbrust geht und nicht auf den Bolzen. Und umso schwerer der ist, umso besser für den Wurfarm, wenn der stärker ist. Soll heißen, am Pro-Wurfarm, ich werde auch noch ein eigenes Video machen, jetzt ist das Wetter wieder besser, ich bin nur jetzt dann wieder unterwegs, ich muss auf die IWA fahren und lauter so Geschichten, ich liebe mich so kompliziert. Nein, alles super, ich will ja auch, taugt mir. Aber wenn das Wetter jetzt dann wieder schöner wird, werden wir einen intensiven Pro-Wurfarm Try-Shoot und Test machen und einfach alles durchtesten. Aber der Pro-Wurfarm, der sollte nur mit Botkins geschossen werden, ja? Und vielleicht mit einem Broadhead, ja, das ist die Kombination. Aber Broadhead geht natürlich auch. Aber wenn wir dann mit Pfeilen hergehen, die sind schon sehr grenzwertig. Aber wenn das irgendwas ganz Leichtes ist, dann machst du dir auch den Wurfarm kaputt. Und dadurch die Sehne. Ja, jetzt kommen wir wieder zur Sehne zurück. Und jetzt kommt's. Bei der Alligator, und noch was. Nicht jede Sehne ist gleich. Auch wenn sie vom selben Fabrikat hier jetzt ist, ja. Heißt das nicht, dass jede Sehne, also vom selben Hersteller ist, dass die immer gleich lang hält. Ein Beispiel. Ich habe mit der Compact, als ich die bekommen habe, für das erste Video, oder für das, ja, für die ersten Tests einmal, aber dann nachher auch für ein Video, weil ich es wissen wollte, 500 Mal geschossen und es hat mir die Sehne nicht kaputt gemacht. Natürlich reißt die dann. Aber ich habe auch schon Situationen gehabt, wo die nach 200 Schuss durch war. Und das ist alles in der Toleranz. Das ist alles in der Toleranz. Also wenn du 200 Mal geschossen hast mit einer Sehne, zum Beispiel mit einer Magazinarmbrust, ja, und auch gewachst und gesehnt hast und ba, bi, ba, bo, dann ist das im Rahmen. So wie mit einem Auto. Wenn ich mit einem Auto fahre, muss ich auch damit rechnen, dass meine Bremsscheiben und Klötze oder wie das ganze Zeug heißt, da kenne ich mich überhaupt nicht aus, irgendwann kaputt werden. Ich muss immer tauschen. Sagt mein Mechaniker, ja, müssen die Bremsscheibe tauschen. Und ich, ja, aber so ist es. Und das ist bei einer Armbrust genauso. Eine Armbrust, da muss ich irgendwann mal eine Wartung machen und das bedeutet, dass die Sehne irgendwann sich auflöst. Und das ist, wenn ich 200 Mal durchgeschossen habe, ja. Bei der Alligator,
Ich muss jetzt sagen, dass ich bei der Alligator nicht so viel Schuss zusammengebracht habe wie mit der Stinger. Das muss ich einfach dazu sagen. Das hier ist jetzt ein Schauobjekt, aber ich habe eine Alligator, meine schwarze Alligator, mit der ich auch schon hunderte Mal geschossen habe. Ja? Und ich musste einmal Sehnenwechsel bis jetzt. Also, der muss bewusst sein, das geht sich nicht aus. Soll heißen, wenn du, und da rede ich jetzt nicht vom Pro-Wurf-Arm von Steamboat, das ist eine ganz andere Ebene, da geht es viel schneller, weil der einfach ganz anderes Element hat. Aber wenn ich mit einer Standard-Stinger, ja, mit einem Standard-Wurfarm oder mit einem geringeren Wurfarm schieße und meine Sehne ist nach 200-300 Mal kaputt, dann ist das ganz normal. Wenn sie 500, 600 oder 700 hält, dann hast du Glück gehabt, super. So wie wenn du beim Auto Glück hast, dass die Bremsen nicht kaputt werden, aus welchem Grund auch immer. Ja, aber das ist so ein Wert, mit dem musst du rechnen. Und dann muss gewechselt werden. Und beim Wechseln schaust du auch die Bogenkappen an, ob die irgendwelche Beschädigungen haben. Und um das geht es dabei. Ja? Das heißt, 200-300 Mal, das ist so ein Durchschnitt, der absolut in Ordnung ist. So als Mittelwert für dich. Weil diese Frage auch immer wieder kommt. Also, fasse zusammen. Pro-Wurfarm ist jetzt ausgenommen. Da ist der Sehnenverschleiß deutlich höher. Es hängt also davon ab. Wie oft schießt du? Wie viel ist eingewachst? Welche Pfeile verwendest du? Hast du einen Leerschuss gemacht oder auch nicht? Ja, das muss ja auch nicht absichtlich sein. Und sagen, ich mache jetzt Leerschuss. Ja? Weil, ja, so wie ich jetzt, sage, oh, schieß halt ein bisschen leer. Wenn du einen Leerschuss gemacht hast, vielleicht hast du es nicht gemerkt, ist die Bogenkappe schon leicht angerissen und gebrochen? Wo geht die Energie hin? Welche Armbrust ist es? Schnallt das hier vorne her? Ich kann es dir nicht sagen. Lange Rede, kurzer Sinn. 200-300 Mal ist so ein Durchschnitt, ja, der halten muss. Jetzt schreib du, wie siehst du das? Wie lang hat deine längste Sehne gehalten? Nämlich jetzt wirklich geschossen, so richtig geschossen. Siehst du das auch so, dass Magazinarmbrüste einfach so viel Spaß machen, wenn man eine nach der anderen rauslässt und sich dann wundert, hey, jetzt habe ich 3 Tage Vollgas geschossen und die Sehne ist schon durch. Dass das einen Unterschied macht zu einem Einzelschuss, ist auch ganz klar. Schreib mal einen Kommentar. Daumen nach oben oder nach unten, ganz wie du magst. Bitte, komm auch in meinen Shop und schau dir um, was wir haben an Pfeilen, an Steamboat-Stinger, die Compact, großartiges Teil, Alligator, großartiges Teil und alles, was wir sonst noch haben. Ich würde sagen, das war's. Dein René Rossmann und die Sonne kommt raus. Es ist zwar leider ein bisschen windig, aber die Sonne kommt raus und ich gehe jetzt eine Runde spazieren. Dein René Rossmann und ciao, ciao.